Und ja, vielleicht noch eine kurze Vorstellung zu den Personen, die heute mit uns hier zusammen sind. Fangen wir mit Chris an. Chris ist Meeresbiologin. Wir haben uns 2015 kennengelernt. Eigentlich lebst du im Moment in Costa Rica, bist jetzt aber aktuell in Texas, so ein bisschen gestrandet, hatten wir im Vorgespräch festgestellt. Und du bist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in der Nähe von Münster geboren und aufgewachsen. Ist das so richtig? Genau, das Okay. ist korrekt, ja. Super. Und ansonsten bist du seit 1.4. im neuen Job. Du bist nämlich jetzt Director Science and Education bei der Footprint Foundation. Genau, ja, das Und ist jetzt. von daher Und? würde mich interessieren, was habe ich vergessen? Was weiß ich nicht von dir? Oh, das könnte den ganzen Abend füllen. Aber um es kurz zu halten, ja, ich habe jetzt meine Doktorarbeit abgeschlossen hier in Texas. Das ist der Grund, warum ich immer noch eine Wohnung hier in Texas hatte. Gott sei Dank, sonst wäre ich wirklich auf der Straße gelandet wegen Corona. Ich war vorher noch in Kolumbien gestrandet und habe es gerade noch so auf dem letzten Drücker zurück in die USA geschafft. Ich habe zwei Non-Profits in Costa Rica, unter anderem noch die ich gegründet habe und über die die meiste meiner Naturschutzarbeit für Meeresschildkröten und meine Forschung läuft. Und meine Arbeit in Richtung Plastik, die läuft vor allem jetzt über die Footprint Foundation. Um vielleicht mal einen kurzen Background zu geben, Footprint Foundation ist eine neue Stiftung, die eine Technik- oder Technologiefirma, eigentlich eine Material Engineering Company, also Firma gegründet hat, die versuchen letztendlich plastikfreie Verpackungen herzustellen. Also die versuchen wirklich mit den Großen in der Industrie zu arbeiten, um letztendlich eine Revolution zu starten, sodass die Ausrede, dass es ja nicht anders geht, eigentlich nicht mehr existiert. Und ja, ich habe die große Ehre, eben die Stiftung zu führen. Das heißt, ich bin zuständig für die Aufklärungsarbeit und auch für die, naja, die, sage ich mal, die Hintergründe, die wissenschaftlichen Hintergründe, warum Plastikmüll nicht so toll ist für unsere Umwelt. Ein Thema, über das wir uns heute auch noch ein bisschen unterhalten werden, ne? Und den Genau. zweiten, den ich heute begrüßen darf, das ist unser Holger Holland. Holger ist auch Wirtschaftsjunior und oder ehemaliger Wirtschaftsjunior, weil er hat die Altersgrenze durchbrochen mit 42 Jahren. Du bist beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag im Ausschuss Kommunikation und Medien Geschäftsführer eines Mittelständlers und ja, warst früher auch im Bundesvorstand bei den Wirtschaftsunion Thüringen und bist aktuell Member of the Board beim World Cleanup Day, was ja heute auch noch ein Thema sein wird. Was habe ich bei dir alles vergessen? Ja, auch da könnten wir den weiteren Abend befüllen, massiv. Aber ich denke, du hast die Key Facts auf jeden Fall schon gut getroffen. Und das Thema ist ja heute auch mit Plastik, Vermeidung, Plastik, World Cleanup Day. Deswegen bin ich da. Okay. Super, ja. Vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Kai Keune. Ich bin 37 Jahre alt und aktuell im Landesvorstand bei den Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg und dort für das Ressort Kommunikation in diesem Jahr verantwortlich. Und wer sind die Wirtschaftsjunioren? Was machen wir? Die Wirtschaftsjunioren, vielleicht ganz kurz als Werbeblock, dadurch, dass ja auch einige eingeschaltet sind, die uns vielleicht nicht kennen. Wirtschaftsunion sind ein Verband junger Unternehmer und Führungskräfte. Wir sind in Deutschland an den Industrie- und Handelskammern angeschlossen und sind in Baden-Württemberg beispielsweise 20 regionale Verbände und setzen in diesen Verbänden letztendlich auch Projekte um, teilweise mit NGOs wie mit dem World Cleanup Day. Und die Wirtschaftsunion weltweit sind unter dem Dachverband JCI, Junior Chamber International, organisiert und so weltweit auch etwas bekannter und haben weltweit knapp 200.000 Mitglieder. Also heute werden manchmal diese Begriffe fallen, deswegen das Ganze noch kurz vorweggenommen. Und ja, damit wollen wir aber auch schon direkt einsteigen. Und zwar, es klang ja schon so ein bisschen an, die Themen sind Plastik, Social Entrepreneurship, Schildkröten. Und letzteres ist, glaube ich, auch ein ganz guter Einstieg, weil das ist, glaube ich, seit vielen Jahren Chris' Leidenschaft. Und ich hatte das ja auch ein bisschen im Vorfeld auch schon angeteasert. Da gibt es ein ganz bekanntes Video von dir. Auch wenn jedes dieser Themen den Abend füllen könnte, ja, fangen wir mit den Schildkröten an. Was
hat dich letztendlich zum Studium der Meeresbiologie gebracht und dann nach Costa Rica. Ja, also ich war wirklich schon als Kind immer begeistert vom Meer und ich habe als Teenager eigentlich angefangen, im Delfinarium Münster Praktika zu machen. Da war ich so 13, 14. Und während ich dort war, ich glaube, ich hatte damals davor vielleicht noch nicht unbedingt eine Idee, wie ich daraus eine Karriere machen kann, aber da hatte ich dann das große Glück, ganz viele Biologen kennenzulernen, die dort ihre Forschungsarbeit betrieben haben. Und natürlich hatten die auch eine große Verbindung mit verschiedenen Naturschutzprojekten in der freien Wildbahn. Und da war dann relativ schnell klar, dass ich Biologie studieren möchte, also Meeresbiologie Spezialisierung. Und eigentlich wollte ich immer mit Buckelwalen arbeiten. Das war wirklich so mein Tier, das ich gerne erforschen wollte. Habe dann erst in Tübingen studiert für mein Grundstudium, wollte dann für mein Hauptstudium nach Würzburg, sorry, nach Hamburg wechseln. Aber das war zu der Zeit, als wir unsere Studien, da schnell, wie sagt man, unser Abschlusssystem umgestellt haben. Also ich habe noch auf Diplom damals studiert und die Hamburger, die wollten die Diplomanden nicht mehr haben. Deswegen war so mein kompletter Kindheitstraum, dann irgendwann in Hamburg zu studieren, ist dann relativ schnell geplatzt und ich musste mir ja, was anderes suchen und hatte mir dann überlegt, naja gut, Tierökologie und irgendwas mit Verhalten wird wahrscheinlich auch funktionieren und bin dann in Würzburg gelandet. Und ganz lustig war es, es war wirklich der erste Tag, den ich den Fuß in diese Uni gesetzt habe, dass ich einen Aushang am schwarzen Brett gefunden oder gesehen habe, wo eine Naturschutzorganisation, die in Frankfurt sitzt, Tropica Verde e.V. heißen die, Assistenten, wissenschaftliche Assistenten für ein Lederschildkrötenprojekt in Costa Rica gesucht haben. Und das war sogar veraltet. Ich glaube, es war im April und die hatten für Januar das gesucht oder Februar. Und da hatte ich dann aber einfach mal hingeschrieben und gefragt, ob das sowas ist, was jedes Jahr stattfindet. Und die meinten so, ja. Ja, und daraufhin habe ich mich dann beworben und bin dann wirklich 2007 das allererste Mal nach Costa Rica gegangen für mehrere Monate. Und war dann wirklich, ja, wie sagt man auf Deutsch, gehookt auf alle Fälle. Und habe dann im Verlauf der nächsten Jahre meine Diplomarbeit dort geschrieben und bin dann komplett ausgewandert 2009 nach Costa Rica, wo ich dann für die nächsten 8 Jahre eigentlich fast gearbeitet habe an also vor allem Projekten mit Meeresschildkröten. Und in der Zeit war es natürlich so, dass so als junge Biologin hatte ich so ein paar Aha-Effekte, was Naturschutz generell belangt, was die Welt angeht. Viele der Naturschutzprojekte in Costa Rica sind halt sogenannte Grassroots-Projekte, also das heißt, die werden von den Einheimischen geleitet, aber immer unter der Schirmherrschaft oder die Gelder kommen halt entweder von sehr großen Organisationen oder aber aus dem Ökotourismus, was man halt so als Social Entrepreneurship ja auch sehen kann. Und mit den beiden Sachen ist es eigentlich immer so, dass die Leute, die wirklich die Hauptarbeit im Naturschutz machen, das war so einer meiner Aha-Momente, bekommen eigentlich von dem Geld, was immer gesammelt wird, am allerwenigsten. Das hat mich dann nach ein paar Jahren wirklich gestört, weil letztendlich wir schlagen uns die Nächte um die Ohren. Wir sind die Leute, die wirklich an der Vorfront stehen, aber irgendwie war es nie möglich, vernünftig uns zu finanzieren. Während andere Leute ein gutes Gehalt gemacht haben, aber weit weg vom Geschehen waren. Das war Aha-Moment Nummer eins. Und die andere Geschichte war, dass wir halt viel Sachen sehen, also mit Schildkröten, wo zum Beispiel wir haben Wilderer, die die Eier klauen, wir haben Fischer, die die kompletten Schildkröten töten, um zum Beispiel den Panzer zu benutzen oder das Fleisch. Wir haben auch viele Sachen sehen, wie zum Beispiel der Incidental Bycatch, also wenn Fischer aus Versehen Schildkröten fangen. Oder aber eben auch die Plastikverschmutzung. Also das heißt, wirklich von Anfang an war Plastik immer so ein bisschen die traurige Nebengeschichte. Also ich weiß noch wirklich, innerhalb von meiner ersten Woche, die ich jemals in Costa Rica verbracht habe, habe ich wirklich mehrmals Beach Cleanups gemacht und war immer geschockt, wie viel Plastik man wirklich an dem Strand findet. Und über die Jahre habe ich halt so viel gesehen, wie Schildkröten eben unter diesem Plastikmüll leiden. Und über die Jahre hinweg hat es mich dann immer mehr gestört, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, ich halte auf der einen Seite, versuche ich eine blutende Wunde zu stoppen. Ja, ich muss halt erste Hilfe leisten und halte meine Hand halt auf diese Wunde, damit es nicht weiter blutet. Aber irgendwo war mir auch klar, wir müssen eigentlich vermeiden, dass solche Wunden überhaupt entstehen. Also alles, was halt ein bisschen das größere Bild ist, das muss halt auch angegangen werden. Und ich habe dann angefangen,
mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Erstmal mit den Leuten, die ins Projekt gekommen sind. Ich habe versucht, über Nachhaltigkeit zu reden, was sie zu Hause dann machen können, wenn sie dann irgendwann nicht mehr in Costa Rica sind. Nachhaltige Fischerei, was verhindern würde, dass eben Schildkröten gefangen würden, aber auch wie zum Beispiel Plastikmüll vermieden werden kann. Aber irgendwo habe ich so ein bisschen die Grenzen gesehen von dem, was mir wirklich möglich war. Also ich wollte natürlich schon einen Impact haben und habe mich dann entschieden, 2014, dass ich meine Doktorarbeit schreiben möchte, einfach um als Wissenschaftlerin ein bisschen autonomer zu werden und auch mehr Handlungsfreiheit haben zu können, um vielleicht die Sache ein bisschen anders anzugehen, als was so klassisch irgendwie gemacht wurde. Naja, und dann war es so, dass im allerersten Jahr, als ich dann meine Doktorarbeit geschrieben habe, ich wirklich durch Zufall auf eine Schildkröte gestoßen bin mit meinem Team, die etwas Seltsames in der Nase hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Kamera in der Hand und mein Kollege hat angefangen, an diesem seltsamen Objekt zu ziehen. Und es stellte sich innerhalb von 8 Minuten dann heraus, dass diese Schildkröte einen Plastikstrohhalm in der Nase hatte. Wir haben das Bild hochgeladen und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war ich überhaupt nicht. Also ich glaube, ich hatte einen Facebook-Account und einen YouTube-Channel muss ich gehabt haben, ansonsten hätte ich das Video nicht hochladen können. Aber ich war jetzt kein großer Fan von Social Media. Ich hatte auch immer relativ schlechtes Internet in Costa Rica. Von daher, ja, war das alles nicht so wirklich ausgekoren zu dem Zeitpunkt. Aber es war wirklich innerhalb von 2 Wochen habe ich gelernt, welchen Impact visuelle Medien haben können und vor allem Social Media, weil dieses Video ging wirklich um die Welt, wurde von allen möglichen Media Outlets aufgegriffen. Also wir reden hier wirklich von Nordamerika, von Südamerika, von Asien, Australien, alle waren dabei. Und über die letzten 5 Jahre, jetzt sind es ja fast in der Zwischenzeit schon, ist halt nicht aus dem Video, es ist nicht einfach ein kurzer Dauerbrenner geworden, so was ich am Anfang dachte, naja gut, die 2 Wochen und dann verschwindet das wieder, bis das nächste tollere und interessante irgendwie aufkommt. Aber dieses Video hat wirklich dazu geführt, dass Plastik einfach ein Thema geworden ist. Also das Video wurde zum Beispiel benutzt, um verschiedene Gesetze oder Gesetzentwürfe zu erklären oder zu präsentieren. Auf alle Fälle hier in Nordamerika. Ich glaube, es hat auch dazu geführt, dass einfach andere Organisationen angefangen haben, das zu diskutieren und hatten dann auf einmal dieses Video, was sehr anschaulich zeigen kann, was so ein Objekt, ein Plastikobjekt, das wir ja alle irgendwo auch mal genutzt haben, wirklich, was das für Leiden hervorrufen kann in einem Lebewesen. Und ja, genau, das war der Moment, wo irgendwie ich dann diese etwas seltsame Berühmtheit erlangt habe als die Meeresbiologin, die eben diesen Strohhalm aus der Nase der Schildkröte gezogen hat. Oder eigentlich, ich habe es ja nur gefilmt, von daher. Genau. Also in der Tat, das Video habe ich damals auch wahrgenommen gehabt und wir haben es ja Anfang 2015 auch kennengelernt und ich hatte das in der Tat gesehen und habe gesagt, ah, das könnte ja sogar in Costa Rica sein, hat aber keine Ahnung, dass du damit involviert gewesen bist. Also ich habe es in der Tat aus den klassischen Medien erfahren, bevor ich es aus den sozialen Netzwerken erfahren habe, dass du dahinter stehst. Und fand ich unfassbar spannend. Also man sieht ja auch heute die Resultate so ein bisschen. Also ab 2021 sind Plastikstrohhalme in der Europäischen Union verboten. Also das ist ja auch sprechend so ein bisschen, das explizit ja auf Plastikstrohhalme und Plastikbesteck ist es, glaube ich, auch so abgezielt worden ist. Also da sieht man schon, dass so ein einzelnes Video, ne, so eine Kamera, die man dabei hat, auch wahnsinnig viel Impact einfach erzeugen kann und Macht erzeugen kann. Also das finde ich persönlich wahnsinnig spannend und auch wenn das Video, wenn man sich es in voller Länge anschaut, zwischendurch, wie du es schon gesagt hast, wahnsinnig viel Leid zeigt. Also es ist zwischendurch mal gerade mit dem Originalton schwer zu ertragen. Das wird einem da ganz klar vor Augen geführt. Von daher, ja, super spannend. Ja, bleiben wir beim Thema Plastik oder bewegen wir uns am Thema Plastik so ein bisschen entlang. So eine Frage, die sich uns im Vorfeld aufgedrängt hat, du wirst es in deiner täglichen Arbeit wissen. Wie groß schätzt du das Plastikproblem in unseren Ozeanen ein? Na gut, wir haben ja letztendlich schon Daten darüber, da muss ich nicht schätzen. aber ja, also die Statistik besagt, dass wir bei 2050, wenn es wirklich jetzt so weitergeht, dass wir mehr Plastik als Fischbeigewicht in den Meeren haben werden.
was natürlich erschreckend ist. Also wir haben wirklich Millionen, also ja, Millionen von Tonnen von Plastik, die einfach im Meer rumschwimmen. Ich glaube, es gibt in der Zwischenzeit wirklich keinen Ort mehr. Also man kann in die tiefsten Tiefseegräben gehen, man kann in fast alle Fische, Krebse und so weiter reinschauen. Die sind alle irgendwo schon, ja, haben die Plastik gefressen, sind in Plastik irgendwie eingewickelt. Und letztendlich wurde Plastik sogar auch in uns Menschen schon nachgewiesen. Also wirklich jeder Mensch, dessen Stuhl untersucht wurde, hatte Mikroplastik im Stuhl gehabt. Also so omnipräsent ist Plastik einfach schon. Ja, also das Thema Plastikverwendung stoppen ist natürlich eine Komponente. Du hast ja eben auch schon gesagt, die Footprint Foundation ist da ja auch mit dabei, alternative Verpackungsmöglichkeiten zu schaffen. Also man sieht das ja auch in unseren Supermärkten. Also wenn man sich umschaut, Plastik ist einfach auch nicht nur offensichtlich in unserem Körper allgegenwärtig, sondern auch in unserer Umwelt, in unserem Umfeld allgegenwärtig und für viele auch nicht wegzudenken. Aber siehst du Chancen, dass das wirklich gestoppt werden kann, also dass wir da auf kurz- oder mittelfristige Sicht eine Chance haben? Auf alle Fälle. Ich glaube, als Naturschützerin darf man sich nichts anderes als Optimismus erlauben. Aber die Sache ist natürlich immer, erstmal, es gibt verschiedene Komponenten. Natürlich ist es so, dass wir als Konsumer unsere Nachfrage letztendlich den Markt bestimmt. Und wenn wir eben, das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, wenn wir eben nach Produkten fragen, die nicht in Plastik verpackt sind, dann funktioniert das auch. Also das ist schon wirklich so, man darf nicht unterschätzen, welche Kraft oder ja, welchen Einfluss man selber eben als Konsumer hat. Und die andere Sache ist, man hat natürlich eine riesen Industrie hinter der Plastikgeschichte mit vielen Lobbyisten, mit viel Geld, die mehr Interesse daran haben, Plastik eben im Umlauf zu behalten. Das ist natürlich schwierig, aber wie gesagt, also ich denke mal, Business ist Business, die Nachfrage bestimmt den Markt und wenn halt einfach Leute so einen Mist nicht mehr kaufen, dann ist es wirklich so, dass auch sowas nicht mehr hergestellt wird. Und vor allem, wenn dann die Großen nicht mitmachen, dann wird es andere Firmen geben, die halt denken, dass man doch nachhaltiger handeln kann. Und vor allem, also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie unrealistisch sein. Zu dem Zeitpunkt ist es schon so, dass Plastik immer noch ein Miracle Product ist, das nenne ich es. Also man muss ja ganz klar sagen, so weit wie wir in der Technik sind, in der Medizin, in der Wissenschaft, das ist schon dank Plastik und es ist noch nicht wegzudenken. Also wenn wir kein anderes Material finden, das irgendwo die gleichen, sehr schnell, mir fällt das deutsche Wort gar nicht Eigenschaften ein, aber wahrscheinlich. die Eigenschaften, Dankeschön, wie Plastik hat, finden, aber die Sache ist eben auch, wir überbenutzen Plastik ja auch. Letztendlich ist es ja, hat es viel damit zu tun, mit unserem Lebensstil, dass der alles, da geht es um Konsum, da geht es um schnellen Konsum, da geht es um Faulheit letztendlich auch. Also ich meine, wir hatten irgendwann mal Zeiten gehabt, wo wir wirklich Besteck gewaschen haben und unsere eigenen Tassen mitgebracht haben und irgendwo heute muss ja alles schnell und einfach sein. Keiner möchte mehr Zeit verlieren zwischendrin und die Firmen möchten natürlich auch, dass wir mehr und mehr konsumieren. Das heißt, das ist natürlich das Plastik, was wir als Einmal- oder Wegwerfplastik bezeichnen, was natürlich absolut unnötig ist. Und ich glaube, da kann jeder seinen Teil zu beitragen, solche Sachen eben nicht zu unterstützen. Dann wirklich Plastik nur für das zu benutzen, wo es wirklich nicht anders geht. Ja, wie du es ja schon gerade gesagt hast, also den Wandel, den können wir da auf verschiedenen Ebenen einleiten. Jetzt sprichst du ja bei uns durchaus mit Leuten, die jeden Tag auch mit der Wirtschaft zu tun haben, die selbst vielleicht Plastik verarbeiten, ob das jetzt Verpackungen von Tabletten sind oder irgendwo im Einzelhandel das Ganze verwendet wird. Da ist natürlich auch eine ganze Menge, was man tun kann. Vielleicht auch mal da so Richtung Holger. Ich weiß nicht, du kennst da wahrscheinlich auch über die letzten Jahre viele Initiativen bei den Wirtschaftssenioren, die in dem Zusammenhang auch zutage getreten sind, oder? Ja, absolut. Also wir haben ja beispielsweise auch den World Cleanup Day oder den ersten weltweiten, sage ich mal, Cleanup oder Müllsammeltag in Deutschland mit den Wirtschaftsjunioren als ein Projekt auch der Wirtschaftsjunioren mit initiiert und mit auf die Straße gebracht. Und nun ja, seitdem wächst es und gedeiht es.
Und es zeigt ja auch, dass das Thema groß ist. Und klar, zum einen visualisiert natürlich die Schildkröte perfekt das Problem. Und unsere Zahlen visualisieren, dass es einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Und also denke einfach global und agiere lokal, also genauso wie das die Wirtschaftsjunioren tun, wie wir das auch gesellschaftlich tun, wie das Unternehmer tun, in einer globalen Welt. Und da muss man sich dem Thema annehmen. Und ja, wir haben in gut 3 Generationen dieses Plastikvermüllungsproblem letztendlich geschaffen. Also ist es auch verdammt nochmal unsere Verantwortung, das auch zu korrigieren und für die folgenden Generationen wieder auf einen Weg zu bringen, dass die ja, Mutter Erde irgendwie in einem Rahmen haben, dass wir eben solche Bilder wie mit den Schildkröten und mit den vermüllten Stränden, dass wir das einfach nicht mehr sehen. Und da greift ja dieser Aktionstag, der World Cleanup Day, an. Unser Ziel ist, 5% der Weltbevölkerung zu aktivieren, an dem Tag rauszugehen, aufzustehen, zu zeigen, wo das Problem letztendlich ist. Wir sagen nicht, dass man Plastik verbieten soll. Im Gegenteil, es ist ein Magic Product. Ja, also es ist wirklich wichtig. Die Frage ist, wie kann man damit umgehen? Wie kriegt man es hin, dass die Dinge nicht mehr in der Natur liegen, dass sie nicht mehr draußen rumliegen? Da sind wir im Bereich Kreislaufwirtschaft, Alternativen, Substitute. Und dann ist es auf einmal ein Wirtschaftsthema. Ja, und dann schneiden wir Politik, Unternehmertum und eben Zivilgesellschaft. Und deswegen war es auch in 18 im Projekt der Wirtschaftsunion, mittlerweile bundesweit, weltweit. Wir hatten letztes Jahr am Aktionstag 21 Millionen Teilnehmer in 180 Ländern. Es zeigt, es ist ein globales Problem und jeder von uns kann kleine Schritte in eine bessere, saubere, gesündere Zukunft gehen. Ja. Hast du Ja, einen nur Überblick man muss darüber? schon ganz, Achso. sorry. Entschuldigung, Man muss bitte nur ganz sprechen. klar sagen, dass das Saubermachen hinterher, also man muss wirklich gucken, dass der Hahn zugedreht wird, ne? Und das ist wirklich das Wichtige und das ist wirklich da, wo Wirtschaft halt mitspielt. Und ich denke mal, also ich bin kein Fan davon, irgendwelche Firmen als die Bösen unbedingt hinzustellen, weil ich habe zu viele Leute schon kennengelernt, die wirklich auch was ändern möchten, im Rahmen der Möglichkeiten. Das ist halt immer so ein bisschen das Thema. Und es geht ja gar nicht darum, ne, man kann ja gerne Geld verdienen, aber irgendwo denke ich mal auch, dass man immer wieder im Hinterkopf behalten sollte, dass man selber vielleicht Kinder hat. Und es geht ja nicht nur um die vermüllten Strände oder irgendwelche Schildkröten mehr, sondern letztendlich geht es um unsere eigene Gesundheit, weil wir finden immer mehr heraus, wie Plastik selbst unsere Gesundheit ruiniert. Also es kommen immer mehr Studien raus und wir gucken gerade mal auf die Spitze des Eisbergs wirklich, wo es ganz klar ist, dass erstmal Darmbakterien extremst wichtig sind, generell für unsere Gesundheit. Also Darmbakterien, die halt nicht so sind, wie sie sein sollte, können zu chronischen Krankheiten führen, zu Depressionen, also irgendwelche Depressionen, Anxiety Disorders. Sie können zu Krebs führen und zum Beispiel auch zu Allergien. Und jetzt gibt es halt auch immer mehr Studien, die zeigen eben, dass die ganzen Toxine, die sich gerne an Plastik heften, aber auch die Toxine, die aus dem Plastik selber rauskommen, uns krank machen. Das ist halt einfach so, dass die unsere Fertilität zum Beispiel beeinflussen und andere Sachen. Also es ist wirklich Sachen, die Angst machen. Und wir nehmen diese Sachen halt mit allem letztendlich auf, was wir essen, was in Plastik verpackt ist, dass wir atmen es ein von unserer Kleidung. Also letztendlich alle unsere Kleidung, die irgendwo ein bisschen Plastik beinhaltet. Wir waschen unsere Klamotten und diese Mikro- und Nanopartikel von Plastik endet in unserem Trinkwasser oder landet in unserem Trinkwasser. Also es ist wirklich nicht nur ein Problem, das irgendwelche Schildkröten im Meer betrifft, sondern wirklich uns Menschen und unsere Gesundheit eben auch. Und ich glaube, es ist immer einfach gesagt, also Plastik verbieten ist wie gesagt kein Thema, aber ich denke, es muss ganz, ganz massiv dran gearbeitet werden, dass es eben extremst reduziert ist, weil die Realität zum Beispiel, weil ganz viele Firmen ja immer über Recycling sprechen, also Recycling ist eine große Lüge. Das ist, ich glaube, in den letzten Jahren wird das immer klarer. Also Recycling funktioniert einfach nicht und selbst das bisschen, also es sind ungefähr, es sind weniger als 10%, die recycelt werden, realistisch gesehen. Das bisschen, was recycelt wird, wird auch immer ist halt vom Wert her weniger als das, was letztendlich, was das jungfräuliche Plastik eigentlich war. Und es ist halt eben auch teurer. Das heißt, es ist um einiges günstiger, jungfräuliches Plastik herzustellen. Und solange die Ölindustrie halt irgendwo dahinter steckt, die subventioniert wird und so weiter und so fort, wird das sich auch nicht ändern. Es sei denn eben, dass große Firmen selber halt einfach
in der Eigenverantwortung handeln und sagen, okay, wir müssen was ändern, weil wir müssen überlegen, was das Endleben unseres Produktes letztendlich ist. Ja? Und das, ja, müssen wir bezahlen entweder, oder wir müssen halt Materialien finden, die andere Eigenschaften haben als Plastik und die nicht immer hunderte von Jahren eben in unseren Ozean rumschwimmen oder in unserem Trinkwasser letztendlich. Ja, das Recycling-Thema ist eins, das in Deutschland ja auch gerade vor kurzem aufgekommen ist. Bisher haben wir ja viel Müll auch exportiert. Und jetzt viele der vorherigen Anführungsstrichen Abnehmerländer ja die Abnahme auch verweigern. Von daher kommt dieses Thema jetzt natürlich auch gerade massiv zu uns zurück, ne? Also bisher haben wir uns immer ganz gut gefühlt damit. Das wird noch spannend, weil die Berge existieren natürlich und sind irgendwo demnächst dann halt bei uns vor der Haustür. Damit wird es dann etwas transparenter oder etwas klarer für viele. Aber nochmal kurz zurück zum World Cleanup Day. Also da geht es ja nicht nur darum, Plastik einzusammeln, sondern auch andere Dinge. Da auch in Deutschland, also da wird ja viel von den Wirtschaftsjunioren veranstaltet. Holger, hast du einen Überblick, wie viele Kreise da im letzten Jahr mit teilgenommen haben in ganz Deutschland? Ja, bevor ich da auf den Punkt eingehe, ich wollte Ja. noch mal ganz kurz bei Chris Gerne. ansetzen, bei dem Punkt, dass der Plastik oder die Plastik letztendlich nicht in der Natur, in der Landschaft liegen sollte. Und das ist auch exakt der Punkt. Also unsere Bewegung, unser Movement ist keine Müllsammelaktion, wir räumen niemanden den Scheiß hinterher, sondern es geht wirklich klar darauf aufmerksam zu machen, zivilgesellschaftlich darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier ein ernsthaftes Problem haben. Und auch wir hier in Deutschland. Und bei uns sieht es ein bisschen kleiner aus. Da sind es halt eben Zigarettenkippen, die ebenfalls Mikroplastik haben, die ebenfalls wieder in den Nahrungskreislauf reinkommen. Und am Schluss essen wir den Fisch und dann haben wir den Plastik wirklich konsumiert. Und das ist die pure Realität. Und darauf machen wir aufmerksam. Wir wollen also visualisieren, wo das Problem ist. Und das ist der Hinweis einfach an die Politik und an die Unternehmer, dass sie sich ändern müssen, weil wir haben sonst keine Alternative. Sonst haben wir haben jetzt schon ein Problem und es wird immer größer. Und ich bin voll bei Chris, wir müssen Angst haben. Wir müssen Angst haben um folgende Generationen, um die Zukunft. Und das ist genau, da setzen wir letztendlich auch an, hier den Daumen reinzulegen. Und deswegen, ja, die Zielgröße 5%, dann wird man auch wahrgenommen und kann auch Forderungen stellen. Ich komme rüber, ja, ansonsten würde ich Entschuldigung, jetzt, bitte. ich würde einfach genauso bündig machen. Und genau da ist auch Mach der weiter. zivilgesellschaftliche und unternehmerische Ansatz auch der Wirtschaftsunion. Und deswegen sind wir auch pro. Gut, wir haben mittlerweile in Deutschland einen Verein, Let's Do Germany, der sich um die Thematik kümmert. Und viele der Wirtschaftsjunioren, Kreise, Landesverbände, der Chapter sind aktiv dabei. Also wir hatten letztes Jahr an die 50 Kreise, die links und rechts Veranstaltungen im Bereich Nachhaltigkeit gemacht haben. Das ist sukzessive in den letzten Jahren gut gewachsen. Hier sieht man also auch, dass junge Wirtschaft auch Verantwortung übernimmt. Cleanup ist eine Sache, aber es gibt eben auch andere Formate, dass man das Thema adressiert, dass man sich Unternehmen anschaut, dass man ins Gespräch geht mit den Unternehmen, dass man ins Gespräch geht mit Politikern. Ihr in Baden-Württemberg, ich glaube, du kannst am meisten dazu sagen, Baden-Württemberg ist einer der aktivsten Landesverbände in diesem Thema. Ihr habt wunderbare Formate. Hervorheben muss ich einfach immer Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt macht einfach ein mega Awareness in dem Bereich Cleanup. Also auch dieses Jahr wieder viele Veranstaltungen geplant. Also Wirtschaftsunion übernehmen hier Verantwortung. Definitiv auf diesem Kanal auch mal danke dafür für die letzten Jahre. Ja, auch ein kleiner Hinweis für die Zuhörer von Wirtschaftsunion Baden-Württemberg, die im Moment dabei sind. Also wir haben auch in diesem Jahr wieder eine Kooperation beim World Cleanup Day, und zwar mit unserem Partner der Allianz zusammen, beziehungsweise mit deren Stiftung, dem Blauen Engel. Da ist es so, dass wir pro Kreis einen Projektkostenzuschuss kriegen, der bis zu 2.350 € sein kann. Also je nachdem, was da letztendlich auch entsprechend förderfähig ist im Rahmen dieser Kooperation. Wenn ihr da Fragen habt, dann kommt natürlich ganz gerne auf mich zu oder auf Matthias Hand und Tobias Fricke vom Ressort Partnerschaften, die da auch sehr eng mit der Allianz im Kontakt sind. Also das ist uns wirklich ein großes Anliegen und es wäre top, wenn wir dieses Jahr 20 Kreise in Baden-Württemberg dazu kriegen, beim World Cleanup Day mitzumachen. Das wäre gigantisch. Und da auch, du hast natürlich vollkommen recht, also da gibt es tolle Projekte, da gibt es auch tolle Projekte da drumherum. Also die Wirtschaftsunion Freiburg haben die letzten Jahre um den World Cleanup Day eine World Cleanup Week organisiert, um auf das ganze Thema aufmerksam zu machen und haben wirklich breit Aufmerksamkeit für das ganze Thema geholt. Und
Das sind natürlich ganz großartige Möglichkeiten, also dass man wirklich dieses Thema über Cleanup Day nehmen kann und kann das auch noch mal größer machen in der eigenen Region und als Plattform nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, was man hier alles tun kann. Und ich glaube, die Wirtschaftsunion Pforzheim beispielsweise gehen jetzt auch genau in die Richtung. Also die haben dort auch ein etwas größeres Projekt geplant in diesem Jahr. Also ganz interessante Initiativen rund um den World Cleanup Day, die da im Moment schon geplant sind. Sehr schön, super, danke. Genau. Ja, und Wirtschaftsunion war jetzt gerade ein sehr dominantes Thema. Und sicher, wir könnten jetzt noch einen ganzen Abend weiterreden über Plastik. Ich glaube, da würden wir sogar mehr wie einen Abend vollkriegen mit. Aber ein weiteres Thema, was wir auch angekündigt hatten, war ja Social Entrepreneurship. Und Christine hat es ja auch schon anklingen lassen. Das ist für sie ein wichtiger Begriff. Auch ich finde, Social Entrepreneurship ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich bin größtenteils beruflich mit Genossenschaftsbanken unterwegs und das Thema Genossenschaft, wenn man jetzt in Richtung Social Entrepreneurship geht, ist ja quasi die älteste organisierte Form, wenn man so möchte, die Organisation der Genossenschaft. Das ist so meine Sichtweise, Social Entrepreneurship. Aber da gibt es natürlich eine ganze Menge, was sich darunter verbirgt. Und da würde mich auch ganz einfach mal eure Sichtweise auf das Thema Social Entrepreneurship interessieren. Christine, möchtest du? Also, ich dachte an die Zuhörer zu Hause. Ja, ich glaube, meine Perspektive natürlich kommt vor allem aus dem Naturschutz und vor allem aus den etwas aus den sich entwickeln oder den Entwicklungsländern. Also das heißt, wir reden viel von Social Entrepreneurship, wenn es darum geht, dass eben Community Development finanziert werden soll oder eben Naturschutz. Das heißt, statt eben sich um irgendwelche Gelder zu bewerben, wo natürlich, als ich, wer irgendwie damit Erfahrung hat, da bewirbt man sich auf irgendwie 20 Grants, steckt viel Zeit rein und bekommt vielleicht ein, zwei Auszahlungen. Und letztendlich ist dieses Spiel, geht halt jedes Jahr genauso weiter. Und viele Projekte, an denen ich mitarbeite, haben halt ihr Social Entrepreneurship-Tum eben im Tourismus gesucht. Das heißt, es gibt viele Volontärprojekte, wo halt zum Beispiel auch mit den Meeresschildkröten, wo Leute eben nach Costa Rica kommen, um bei uns in den Projekten mitzuhelfen und uns damit mitfinanzieren. Was mich damals schon manchmal gestört hat, einfach, es gibt natürlich Leute, die wirklich für längere Zeit kommen und auch wirklich was mitbringen, einfach für meine Arbeit. Aber andere Leute, die wirklich in riesigen Gruppen 2, 3 Nächte kommen, das ist wirklich dann eher so ein Ökotourismus als wirklich eine Volontiergeschichte und die eigentlich mehr Arbeit für uns bringen und sogar verhindern teilweise, dass wir unsere Arbeit machen, als dass sie Geld bringen. Und jetzt, während der Corona-Krise, ist es natürlich so, diese ganzen Projekte, die alle vom Tourismus abhängen, stehen ordentlich auf dem Schlauch, weil eben keine Gelder einkommen. Und ich muss sagen, ich bin halt Biologin. Ich bin nicht irgendwie, komme nicht irgendwo aus der Wirtschaft. Ich habe nicht Economy studiert oder irgendwas. Aber ich glaube, mir ist schon in den letzten Jahren relativ früh klar geworden, dass man einfach sich ein anderes Konzept überlegen muss, wie man Naturschutz finanziert. Also ich habe nicht die Antwort dazu. Also ich suche immer noch das perfekte Konzept. Aber es ist schon so, dass ich eigentlich immer mehr versuche, Leute dazu befragen, die wirklich in der Wirtschaft tätig sind, weil Naturschutz ist für mich halt so eine Sache. Wir haben eigentlich kein Produkt. Also wir haben nichts, was wir verkaufen können, außer vielleicht ein hübsches Erlebnis. Natürlich ist es schon so, dass wir einen Service leisten, den aber viele Leute nicht als das anerkennen, was er eigentlich ist. Weil wenn wir wirklich darüber reden, dass halt eben wir saubere Luft brauchen, sauberes Wasser, zu einem großen Teil kommt das eben aus dem, in meinem Fall jetzt, weil ich Meeresbiologin, aus dem Meer. Also das ist schon so, ne? Unser Wasserkreislauf zum Beispiel, unser größtes Wasserreservoir sind die Meere. Jeder zweite Atemzug, den wir tätigen, wird im Meer hergestellt. Also das Ökosystem Meer ist extremst wichtig und letztendlich, wenn man so ein bisschen in diese wirtschaftliche Geschichte reingeht, reden wir oft von Ecosystem Services. Ich weiß nicht, ob das irgendwie für euch alle schon ein Begriff ist, aber es geht eben darum, dass viele, viele Leute, die eben Business haben, auf diese Services angewiesen sind. Wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass Leute Äpfel anbauen oder sowas, also die sind auf Bienen angewiesen. Bienen wiederum kommen auch nicht einfach nur irgendwo her, sondern es sind Insekten, die halt bestäuben müssen, und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist es schon so, dass wir einen Service leisten, aber ich glaube, das wird, wie gesagt, nicht so sehr anerkannt. Aber die Frage ist halt natürlich,
Das Geld kommt und letztendlich verschwindet es irgendwie in so einem schwarzen Loch teilweise. Wie kann man halt einen kontinuierlichen Fluss eben in die Projekte und vor allem nicht irgendwie mit einem Mediator dazwischen herstellen? Das ist so ein bisschen eine der großen Aufgaben oder der eine der großen Challenges, die ich, glaube ich, für so mein Leben auf mich genommen habe. Weil ich einfach denke, dass wir müssen mehr tun, dass die Leute unterstützt werden, die wirklich die Hauptarbeit leisten, also diese Grassroots-Initiativen. Ja, also wie gesagt, wenn es solche Ideen irgendwie gibt, ich habe gerade, bin bei verschiedenen Sachen tätig, aber eine Sache, über die ich mich gerade freue, ich weiß nicht, es geht mehr so um die Idee von Social Media und Influencing und die Leute, die vielleicht so ein bisschen mehr mit sich mit Social Media auseinandersetzen, kennen vielleicht Patreon. Das ist eine Plattform, wo man Content-Hersteller letztendlich oder Künstler unterstützen kann. Und es gibt eine neue Plattform, die nennt sich Milky Wire, wo eben Naturschützer unterstützt werden. Das heißt also, ihr könnt wirklich für den Preis eines monatlichen Kaffees, um die 3 Euro, könnt ihr euch Projekte aussuchen, die ihr halt eben mitfinanziert, mit kleinen Beiträgen. Die aber, wie gesagt, für uns sind es Riesenbeiträge. Wir arbeiten in Entwicklungsländern und wir bekommen das Geld halt zu 100% ausgezahlt und nicht nur irgendwie zu 20%. Wenn ihr irgendwie an den WWF spendet oder irgendwelche dieser großen Organisationen, auch selbst wenn es große Spenden sind, letztendlich, was wir bekommen, ist relativ klein. Das ist eine der Ideen, zum Beispiel, bei denen ich mitwirke, über die ich auch einen Teil meiner Projekte finanziere. Aber es geht zum Beispiel auch in die Richtung Business Sponsorships, also was auch so Richtung Influencer. Die Idee ist halt einfach nur, weil ich mehr und mehr darüber lerne. Und für mich geht es gar nicht darum, mich interessiert es gar nicht so sehr, dass ich irgendwie tolle Sachen bekomme, aber zum Beispiel, wenn ich einen Sponsorship mit einer Firma habe, die Rucksäcke herstellen, dann muss ich diese Rucksäcke nicht kaufen für mein Projekt. Es sind wirklich so Kleinigkeiten, die einen riesen Impact haben für solche Projekte. Und da möchte ich einfach auch die Leute, die wirklich irgendwelche Produkte herstellen von den Wirtschaftsunion, einfach mal dazu auffordern, darüber nachzudenken, was für Sponsorships könntet ihr direkt über Produkte machen, die wirklich helfen, solche Projekte mitzufinanzieren. Nicht noch nicht mal mit Geld, sondern wirklich damit, dass ihr einfach den Sachen bereitet, Equipment und so weiter, die für euch wahrscheinlich, die könnt ihr von der Steuer absetzen, ich weiß es nicht, die aber für uns einfach einen Mega-Wert haben. Hast du gerade Milky Wire angesprochen und dass du da auch unterwegs bist? Ist das eine Plattform, wo denn solche, ich sag mal, Sachspenden, wie du es jetzt gerade angesprochen bist, auch drüber organisiert werden? Oder ist das, Sachspenden werden darüber nicht, darüber geht es wirklich dann Geldbeiträge, die dann monatlich reinkommen. Also das heißt, ich glaube, wie gesagt, es sind 2 oder 3 Euro ist der Mindest- oder Minimumbeitrag. Aber es ist halt, wenn du überlegst, 1000 Leute, die eben 1 Euro geben, das sind dann 1000 Euro pro Monat, davon kann ich 2 Gehälter schon bezahlen. Also es ist wirklich eine Stange Geld, weil gerade viele Naturschutzprojekte eben, die nicht in Deutschland ansässig sind, ja. Die Finanzierung ist natürlich nicht ganz so teuer wie anderswo. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel Geld jeder von uns wahrscheinlich für einen Kaffee bei Starbucks ausgibt pro Monat, ist das wirklich eigentlich nichts im Vergleich. Ne? Also ihr könntet mich zum Kaffee einladen, statt mich zu einem Kaffee einzuladen, könnt ihr mir lieber was über Milky Wire spenden. So sehe ich das teilweise. okay. Ja, Holger, kennst du Plattformen in der Richtung, die solche Themen vielleicht organisieren, oder ist das wirklich eine Lücke, die es vielleicht auch an der Stelle noch gibt? Also wenn wir jetzt gerade so Richtung Partnerships und so weiter zwischen NGOs, Projekten und der Wirtschaft sprechen? Oder? Ich würde die Schleife ein bisschen größer fassen, bevor ich auf die Plattform vielleicht komme. Das Thema Social Entrepreneurship ist teilweise in Deutschland noch nicht so ganz in der Unternehmerschaft richtig übersetzt oder angekommen. Wir übersetzen das gerne als soziales Unternehmertum und das kombinieren wir sehr gerne mit sozialer Marktwirtschaft und da sind wir doch super in Deutschland. Und ja, das Thema ist ein bisschen mehr. Ja, also die Komponente Ökologie kommt einfach hier im betriebswirtschaftlichen Kontext dazu. Und da haben wir natürlich die Brücke auch zu CSR, also den gesamten Nachhaltigkeitsthemen, die in den Unternehmen sukzessive, also das Gefühl, das habe ich auf jeden Fall in den letzten Jahren, die Unternehmerschaft, die Unternehmer nehmen sich dem Thema mehr an. Greenwashing ist dann natürlich auch ein Thema. Man muss die Sache auch leben.
Das muss man intern leben, also im Unternehmen nach innen und aber auch nach außen. Und da ist schon Bewegung drin, aber da kann durchaus noch viel, viel mehr passieren. Ja? Also wir sehen ja jetzt auch in Zeiten von Corona, das Miteinander nebenan.de, ohne jetzt Werbeslots einzubauen, zeigt ja, dass zivilgesellschaftlich man miteinander kann. Und genauso geht das eben auch im Bereich Social Entrepreneurship, dass man eben als Unternehmer hilft. Auf der einen Seite, klar, Sachspenden, Sponsoring, Geld immer gut, aber die eigenen Prozesse, das eigene Unternehmen tatsächlich umzubauen, einen Change einzuleiten, das macht man nicht von heute auf morgen, das ist ein langwieriger Prozess. Unsere Automobilindustrie ist da aktiv dabei und da sieht man, dass es nicht so leicht ist. Aber man muss es einfach angehen und das ist tatsächlich, so definiere ich, Ökonomie und Ökologie ist eine Einheit, man muss beides ganzheitlich denken. So ist ein Unternehmer und dann ist es auch Social Entrepreneurship und da sind die Wirtschaftsunion in einigen Formaten gut aufgestellt auch. Wieder kurzer Werbeslot für Baden-Württemberg, super Arbeit. Forum Nachhaltigkeit greift dieses Thema jährlich in einer kleinen, guten Konferenz auf, um darüber zu reden. Man bringt also die Matchmaker, die Partner aus Politik, aus Unternehmertum, aus Zivilgesellschaft zusammen, dass man hier gemeinsam was findet. Und dieser persönliche Austausch ist super, super wichtig. Also dieses persönliche physische Netzwerken. Aber natürlich auch in die Breite nach draußen hinzutragen, braucht man Plattformen, ganz normale Crowdfunding-Plattformen, Startnext, wie sie alle heißen, GoFundMe, all die haben ja durchaus auch schon so Ansätze. Man sieht in den letzten Zeit, dass jeder so ein bisschen ja, es geht ja auch um Ressourcen, also Personal ist ja Volunteering, ist ein großes Thema, aber wir suchen massiv Leute, die uns unterstützen. Das ist uns viel, viel mehr wert teilweise als wie Geld, weil da ist einfach die persönliche Komponente und da ist der Nutzen und da ist sehr viel möglich. Da passiert auch sehr, sehr viel. Ja. Ja, wenn man, es gibt einen Autor, der Herr Benninghoff hat ein tolles Buch drüber geschrieben. Also der hat ja diese Idee, dieses 1%, 1% der Revenues von den Firmen wird halt eben gespendet. Aber eben, dass auch die Angestellten selber aktiv werden in einem sozialen oder Naturschutzbereich. Also es gibt ganz viele der großen Firmen. Ich glaube, Cisco ist eine von den Firmen, die wirklich ein ganz großes Volontärprogramm hat. Also die unterstützen ganz, ganz viele verschiedene Organisationen. Und die Angestellten bekommen, ich meine, extra Urlaubstage dafür sogar, um eben und auf alle Fälle ihre Stunden gut geschrieben, um eben diesen verschiedenen Projekten zu helfen. Also es ist so eine Registrierung, wo man sich registrieren kann. Und dann kann man aus dieser Datenbank eben aussuchen, wo man gerne mitmachen möchte. Man kann wirklich dahin reisen. Man kann aber auch zum Beispiel. Es gibt ja auch andere Sachen, wobei man helfen kann. Also zum Beispiel irgendwelche Webseiten zu kreieren für Non-Profits, die halt für solche Sachen kein Geld haben oder Pro Bono-Arbeit als Anwälte. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Sachen zu unterstützen, vor allem mit den Skills, die man hat, die wir als Biologen eben nicht haben. Ja, also wir sind ja ganz oft so eine Frau- oder Ein-Mann-Show. Also ich weiß nicht, wie viele Webseiten ich schon hergestellt habe, aber ich bin natürlich keine Expertin. Es wäre natürlich total, ja, also um einiges geiler, wenn irgendein Experte sagt, hey, weißt du was, ich baue dir da mal eine coole Website hin. Weil solche Sachen wichtig sind, aber es teilweise halt einfach an Geld mangelt, um solche Sachen zu machen, die auch nicht einfach nicht Priorität haben. Also wenn es darum geht, ne, wenn ich überlegen muss, zahle ich jetzt für eine Webseite oder zahle ich meine Locals, dann ist ganz klar, dass ich erstmal meine Gehälter zahlen muss, bevor ich irgendwie eine schicke Webseite mir dahinsetze. Absolut verständlich, So Unternehmertum, ja. Ja. würde ich auch komplett mit einem Best Practice reingehen, das Thema. Ja, World Cleanup Day. Genauso funktioniert letztendlich auch unser Aktionstag oder auch teilweise Tage, weil grundlegend sind wir immer am dritten Samstag im September. Das ist der Samstag, das ist der Tag für die Zivilgesellschaft. Aber wir haben viele Unternehmen, die gerade in den letzten 2 Jahren massiv in das Projekt reingegangen sind. Vielleicht am Beispiel von einem, die Allianz, also Global Allianz ist Partner in allen Ländern, weitestgehend ist auch das Projekt World Cleanup Day ausgerollt und die haben natürlich eigene PR-Abteilung, die haben eigene Marketing-Abteilung, die haben die Ressourcen und wir nutzen sozusagen im Partnership gemeinsam den Aktionstag, um die Sache nach außen zu tragen. Somit hilft auch World Cleanup Day oder der Aktionstag,
auf das Problem aufmerksam zu machen. Damit können eben die kleinen lokal engagierten, aktiven Vereine, NGOs auch partizipieren, weil wir da natürlich auch Mettmann wieder Baden-Württemberg, das Lot mit der Stiftung von der Allianz letztendlich werden kleine Aktionsgruppen auch aktiviert zum World Cleanup Day, aber global haben wir diese Kooperation auch. Und natürlich kann man mit einer Allianz SE auf globalem Level auch Impact erzeugen und Druck erzeugen, Kommunikation, um die Dinge anzugehen, eben auch auf einer europapolitischen Ebene, auf einer globalpolitischen Ebene. Denn nur so werden wir auch wirklich die Schraube drehen können, dass wir, und da sind wir wieder beim Plastik zurück, dass wir an der Plastikschraube drehen, dass sich an diesem Thema was ändert. Und so müssen wir uns gegenseitig eben fördern und entwickeln. Und das ist Netzwerken par excellence. Okay. Ja, so ein Projekt, was ich auch noch kurz nennen möchte, das haben wir auch letztes Jahr in Baden-Württemberg durchgeführt, auf baden-württembergischer Ebene. Das ist in meinem Heimatkreis Karlsruhe entstanden. Das war der Be Efficient Award, wo es genau darum ging, also eben Unternehmen in der Region auch auszuzeichnen, die genauso aktiv sind, wo wir dann Beispiele hatten, dass beispielsweise wirklich ein Mitarbeiter, also ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern, hat einen Mitarbeiter nur für soziale Projekte abgestellt gehabt. Und das sind natürlich solche Beispiele, wo man sagen kann, wow, also den Impact, den der Unternehmer da an der Stelle erzeugt, den Stellenwert, den er dafür einräumt. Ich meine, von 20 Leuten eine Person abzustellen, die nichts anderes tut, muss man sich auch erst leisten, ne? Also das muss man sich leisten wollen auch oftmals. Und das ist dann natürlich ein ganz tolles Beispiel, was da sehr herausgestochen hat. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wie das Ganze wirklich gelebt wird. Aber oftmals gibt es gar nicht so viel Aufmerksamkeit für diese Tätigkeiten oder Initiativen, die da aufkommen. Und da vielleicht noch mal ganz kurz der Aufruf in die Runde, wenn ihr Projekte habt, vielleicht die ihr in euren Kreisen macht, postet die hier ganz kurz unter den Stream, damit wir da auch ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf haben können, beziehungsweise die Aufmerksamkeit von dem heutigen Gespräch auch nutzen können, um auf die Themen aufmerksam zu machen. Ich will noch auf ein Thema kurz aufmerksam machen, und zwar haben wir ja dieses Jahr in Baden-Württemberg auch das Thema gemeinsam nachhaltig. Und da ist in der Tat aus dem Forum Nachhaltigkeit heraus die Taskforce Nachhaltigkeit entstanden, die gerade von unserer lieben Landesvorsitzenden Beate Bruckner entsprechend vorangetrieben wird, wo auch schon sehr viele Junioren aus Baden-Württemberg sich mit beteiligen und auch herzlich eingeladen sind, das weiter zu tun. Und da laufen gerade Projekte, die beispielsweise die Erstellung eines Nachhaltigkeitsleitfadens für uns Wirtschaftsjunioren. Also was können wir tun, um solche Dinge letztendlich voranzutreiben. Da werden wir mit Sicherheit gerne die Impulse auch von Christine hier mit aufnehmen. Und aber auch solche Projekte, die beispielsweise Emissionsanalysen in der Corona-Zeit, also Ableitung von Handlungsempfehlungen, CO2-Rechner für Wirtschaftsjunioren Deutschland. Nachhaltigkeitspodcast ist gerade in der Diskussion. Chris, vielleicht können wir dich da nochmal aktivieren und dich natürlich auch, Holger. Und da die ein oder andere Folge mit euch gemeinsam vielleicht bestreiten. Und Gerne. ja, also wer möchte, gerne Info an Beate Bruckner oder auch an mich im Nachgang, dann heißen wir da euch sehr herzlich willkommen. Ansonsten natürlich auch nochmal der Aufruf, ich hatte es vorhin schon mal reingeschrieben, wenn ihr Fragen habt, die euch jetzt gerade beschäftigen, dann schreibt die bitte kurz einfach in den Stream rein. Noch sind wir ja da und können die dann mit einbauen. Wir haben so ein bisschen Versatz, von daher nicht böse sein, wenn wir nicht sofort darauf reagieren. Ja, habt ihr noch Themen, die wir vielleicht heute nicht so intensiv behandelt haben oder die ihr noch behandelt wissen wollt? Das, was ich vielleicht unterschlagen habe. Okay. Dann zum Schluss noch eine Frage, wo ihr, glaube ich, auch noch ein bisschen was erzählen könnt. Und zwar wüsste ich euch ganz gerne von euch, wenn jeder von euch einen Wunsch frei hätte, welcher wäre das? Eine gute Frage, ein Wunsch frei. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass alle Menschen Wissenschaft verstehen und den Daten entsprechend handeln würden. Ich glaube, das würde schon einen riesen Unterschied machen. Also es geht ja gar nicht darum, dass wir alle gleich denken müssen, aber es gibt einfach ein paar Fakten, die dastehen und die teilweise wirklich komplett ignoriert werden. Sei es jetzt
ob es um Corona geht oder ob es um irgendwie die Klimakrise geht zum Beispiel. Also ich glaube, das ist die nächste Krise, die wir irgendwie gerade zu vergessen scheinen, die ansteht. Ich habe das Gefühl, Corona ist eigentlich nur eine kurze Trainingseinheit zu dem, was eigentlich danach noch kommt. Die Fakten sind da. Es wäre toll, wenn die Leute die halt verstehen würden und einfach, ja, nicht so tun, als wenn sie nicht existieren würden. Holger, wie ist das bei dir? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Muss man auch wirklich sehr gut überlegen. Unsere weltweite Bewegung hat einen Claim und ich glaube, der trifft es sehr auf den Punkt. Also ich beziehe das mal auf mich, aber ich kann es auch gerne auf wir. Also ich möchte gerne in einer sauberen, gesunden und müllfreien Welt leben. Und ich denke, das trifft genau den Punkt, weil das ist unsere Umwelt, das ist unsere Mitwelt. Und wenn die gut ist, dann geht es uns allen gut. Und ich glaube, das ist den Wunsch hätte ich. Ja, wir haben ein bisschen später angefangen. Wir sind jetzt auch ein bisschen über unseren zeitlichen Horizont hinaus. Ich glaube, also ich hätte wahnsinnig Spaß daran, auch das Ganze mit euch fortzusetzen. Also vielleicht wirklich bei dem Podcast, der da auch unter Wirtschaftsunion Baden-Württemberg gerade geplant ist, da noch mal die ein oder andere Runde zu drehen und das vielleicht heute auch so als Aufschlag nimmt für das Format. Ganz großes Dankeschön an euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass das auch mit so kurzem Vorlauf eigentlich geklappt hat, weil letztendlich kam irgendwann neulich abends zu Beginn von Corona die Idee, dass ich gedacht habe, dass Christine einen Beitrag geteilt hat von RTL, wo ich gedacht habe, oh, Fernseher habe ich auch schon lange nicht mehr geschaut und habe gedacht, eigentlich müssen wir mit ihr mal über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, das passt ja ganz gut ins Jahr. Und so ist das eigentlich vor wenigen Wochen erst entstanden und dann haben wir wirklich, glaube ich, nicht mal 3 oder 4 Wochen den Termin gefunden. Und Holger war auch sofort mit dabei. Von daher ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ja. Ja, gerne. Und nochmal Dann. hier an die deutschen TV-Zuschauer. Akte auf Sat.1 läuft, glaube ich, Montagabend, soll irgendwann demnächst ein Porträt über mich ausstellen. Also wenn ihr wirklich Lust habt, ein bisschen mehr noch darüber zu erfahren, was meine Arbeit in Costa Rica so alles beinhaltet. Es wurde jetzt schon mehrmals aus dem Programm gekickt, weil Corona wichtiger war. Aber es sollte irgendwann dann doch gesendet werden. Ja, da könnt ihr dann ein bisschen noch ein paar visuelle Einblicke zu meiner Meeresschildkröten-Naturschutzarbeit und Forschung bekommen. Das greife ich unmittelbar auf und nach diesem Impuls auf Akte einfach weitermachen auf www.worldcleanupday.de auf unserer Webseite, schauen, wie unser Aktionstag funktioniert und einfach mitmachen. Ist ganz simpel, kann jeder und Corona ist kein Hindernis dabei, mit Sicherheit nicht. Das Thema ist groß genug für die ganze Welt und da würden wir uns freuen. Ja, und nochmal vielen Dank für die Einladung und jederzeit gerne wieder. Ich glaube, auch den 2 Meter Abstand beim World Cleanup Day sind gut einzuhalten, wenn man draußen unterwegs ist. Von daher sollte dem nichts im Wege stehen. Wir haben noch eine Frage bekommen gerade. Und zwar hat Chris die Frage bekommen von Beate Buckner, ob sie gerade ein besonderes Projekt hat, an dem sie arbeitet. Ja, also ich bin gerade dabei, mein neues Projekt zu organisieren. Also wir arbeiten gerade mit der echten Karettschildkröte in Costa Rica, die ja verschiedene Probleme hat, unter anderem auch, dass sie ständig abgeschlachtet wird aufgrund ihres Panzers. Es ist eine der höchst bedrohtesten Schildkrötenarten. Und jetzt am 1. Juni soll eigentlich unsere Saison losgehen. Schauen wir mal, ob das klappt. Also meine Locals sind natürlich schon vor Ort. Ich habe noch das ganze Equipment hier. Aber genau, das ist eines der Projekte, das ihr zum Beispiel über Milky Way unterstützen könntet. Also wenn ihr die App entweder über die Apple App, den Apple App Store downloadet oder über den Google Play Store, Milky Way, ich habe den Link in die Comments geschrieben, könnt ihr Christine als Sea Turtle Biologist finden. Und ihr werdet dann auch immer ganz viele Updates zu meiner Arbeit finden. Also das System läuft im Prinzip so, dass ich euch immer wieder aktuell jede Woche Sachen schicke, an denen ich arbeite, damit ihr wisst, wo euer Geld letztendlich landet. Und ja, wenn ihr mich auf einen Kaffee einladen wollt und stattdessen vielleicht 3 € übrig habt, dann würde ich mich freuen, auf alle Fälle. Super. Ja, wir haben dieses Jahr in der Tat noch ein Projekt. Wir hatten Anfang des Jahres mal die Idee gehabt, dass wir
unseren Carbon Footprint so ein bisschen ausgleichen wollen. Und zwar unterstützen wir darüber das Treedom-Projekt und haben uns viele Bäume Anfang des Jahres letztendlich gekauft. Unser Carbon Footprint ist dieses Jahr deutlich besser durch Corona, als wir ursprünglich gedacht haben. Nichtsdestotrotz haben wir das natürlich auch als Geschenke für Gäste. Und im Nachgang lassen wir euch auf jeden Fall auch noch euer Bäumchen zukommen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und da gibt es dann letztendlich auch eine Google Map, wo ihr nachschauen könnt, wo euer Baum steht, wo auch ein Bild dabei ist, wo ihr seht, wie sieht dieses Bäumchen aus. Und ja, so als kleines Andenken an den heutigen Abend. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Ja, dann danke euch soweit und ja, dann würden wir jetzt den Stream an der Stelle mal beenden. Vielen Dank auch an die Zuhörer, dass ihr heute Abend dabei gewesen seid und ja, lasst uns doch gerne noch ein paar Nachrichten da und wenn ihr Fragen habt zu den Projekten, die heute angesprochen worden sind, keine falsche Scheu, kommt gerne auf uns zu und sprecht uns dazu an. Einen schönen Abend euch noch. Ciao, vielen Dank. Ciao. Ja.